So. Und jetzt fängt das erste Game von Grand Finals an. Oh ja, jetzt könnten wir wieder auf GameSound gehen sonst. Und wir sehen tatsächlich Palutena ja, anstatt Link. Klappt, perfekt. Ja. Oh, Palutena ja. Hat ja auch bei einem Weekly vor, bei einem UCS vor irgendwie ein paar Monaten, zwei, drei Monaten, den SDN ja auch besiegt. Ja, stimmt. Daher guter Punkt. Das ist dann wohl sein Counterpick für Ike. Ich weiß auch noch, dass Nicefest schon relativ lange Palutena trainiert. Also ich glaube, er wollte früher von Link weg oder er wollte zumindest ein Secondary haben. Link ist ja auch jetzt kein Top-Tier gerade, der in der Meta irgendwie hart dominiert. Nee. Und dann hat er Palutena eine Zeit lang geübt und danach Wolf, glaube ich. Und mit den beiden Charakteren ist er auf jeden Fall relativ confident. Ja. Und da er halt schon Wins geholt hat mit Palu gegen SDN, macht das hier auf jeden Fall Sinn, der Pick. Ja, auf jeden Fall. Oh, sehr schönes Explosive Flame an der Stelle beim Recovern einfach. Nice. Gut Damage gemacht und konnte auch recovern danach, easy. Fun Fact über die Side B von Ike wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Wenn er die charged und ihr fangt an zu shielden, dann müsst ihr nicht aufhören zu shielden, weil ihr Angst haben müsst für einen Shield Break. Das passiert nicht. Er lässt sie automatisch los und hittet euch, macht wenig Shield Damage, ihr seid safe. Ja. Und falls jemand gegen Ike spielt, hilft euch das dieses Wissen vielleicht. Aber die meisten Zuschauer hier sind ja irgendwie auch immer also irgendwie gute Spieler, die man kennt persönlich und die wissen das halt auch alle wahrscheinlich. Ja, wer weiß. Ich meine, es gibt ja viel Knowledge zu allen Charakteren. Man kann ja nicht alles wissen. Allerdings Ike ein sehr prominenter Charakter. Also eben waren ja vor allem die Falco Mains aktiv im Chat. Ja, stimmt. Jetzt, wo Grants läuft, haben wir auch ein bisschen mehr. Goofy ist auch am Start jetzt. Oh, Rob. Kriegt den Counter zwar, aber war gar nicht nötig. Konnte gar nicht mehr recovern. Ja, zwei Stocks beide. Nice. Oh, das war so, ja, das war schön. Das war so clean. Nair into forward, ja. Und auch alles true. Mhm. Das hat er wirklich, wie schnell das auch war. Das war wirklich. Wie schnell Ike sich bewegen kann, wenn er muss oder ja. Das catcht einen sehr oft auf gar. Ah, guck mal, da wollte er bestimmt downhand gerade. Oh, ja, das wäre sehr nice. Ah, ich sehe sehr gerne Nice Faces Palutena. Mhm. Jetzt macht er einen Konter, oder? Nee, Down Tilt. Ah, er hat den Air Dodge natürlich antizipiert. Ja. Klar. Also, SDN wird immer versuchen, nicht mit der AP zu recovern. Mhm. Das ist so tödlich. Vor allem gegen Kontercharaktere. Ja, besonders Charaktere, die einfach Sache kontern können. Oh, ja, nice. Mit dem Doppelschild. Backhand to Dash Attack ist immer nice. Das knallt schön. Ja. Also sind die Moves beide extrem invincible. Mm. Oha, diese Strings! Oh. Ist das die sweet! Wirklich schön. Oh, ich liebe diesen Palu-Spielstil. Also Palu wird ja oft gesagt, das ist ein sehr langweiliger Charakter, aber davon sieht man hier gar nichts. Ja, ich finde auch nicht, dass Palu langweilig ist at all. Also viele sagen ja wegen einfach nur Nair-Trains und das war's. Aber hier sieht man ja. Nee. Das ja, also richtig so. Nair-Trains haben wir ja gar nicht so richtig krass gesehen. Normalerweise gibt es sie am Anfang vom Stock. Ich erinnere mich nicht mehr, ob es sie hier auch gab. Ah, ich meine nicht tatsächlich. Oh, das ist okay, krass. Smash. Die Side-B hat nicht ausgelöst. Oh, ja. Ich hätte tatsächlich gedacht, er benutzt den Tilt-Input. Tilt-Stick-Input. Also. Wie meinst du? Also, die Side-B von Palutena hat Smash-Input und Tilt-Input. Ja, und gehen dann verschieden weit. Achso, und wenn ja, er das Tilt-Input gemacht hat, der halt. Getroffen. Ja, Tilt-Stick war nicht das richtige Wort. Außer er hat Special auf dem Tilt-Stick. Ja, gut, ne? Ja, krass. Die Dash-Stick hat ihn einfach gekillt. Das war das was, Comeback. Warte mal, was? Ja, also er hat gerade einfach gewonnen. Oh, mit der SCN-Dash. Die Dash-Stick hat ihn einfach bei 70 gekillt. Oder so. Aua. Also er hatte 99 After-Hit, glaube ich. Bin mir nicht ja, sicher. Okay, das hätte echt nicht sein müssen. Damn, er war so confident das ganze Match über. Und dann der 160% Ike. Gibt einfach gar keinen. Er gibt halt einfach keine Fix, er dasht, attackt dich einfach und dann ist das Game vorbei. Weil Eric das so gesagt hat. Ja, das CI war wohl auch nicht ganz so clean, aber es ist halt nicht leicht, die Dash-Check zu die ja. Die kommt auch manchmal echt aus dem Nichts, so bei ja. SDN. Aber dann trifft sie auch einfach immer. Ja, glaub, da ist so er echt die Hitrate gut von SDNs Dash Attack ist Dash-Tech wahrscheinlich treffen. Über 60-70% so. Nice, down throw into up air. Naja, der Tech Chase auf der Plattform dachte ich mir schon, dass der nicht gefällt wird. Oh, der Punish mit der Nair. Oh, das ist sehr schön. Die Dash Attack ist so gut gegen die Side B von Ike. Mhm, weil die so krasse Invincibility hat. Das
generell eine geile Attacke und ich glaube auch, dass... Ja, die macht auch Spaß. Vor allem Nice Face, die sehr gerne benutzt auch. Ja, wenn ich Palutena spiele, benutze ich auch sehr viel Backgun Dash Attacks, macht einfach Spaß. Mhm, das stimmt. Die knallen einfach instant zu, sind leicht zu treffen. Und wenn andere und Leute dann, irgendwas wenn andere Leute machen, dann klingt das so, aber du. Die kriegen davon nichts. Gegen Leute, die mashen, ist das einfach komplett OP, ja. Diese beiden Moves zu verwenden. Sieht man auch, wie Nice Face gerade sehr gerne diese beiden Moves verwendet. So. Oh, ja, das wird der Stock gewesen sein, Catch. Sehr nice. Das ist der erste Stock. Und holt sich wieder den Lead. Aber jetzt kommen die Nair-Trains. Aber wegen der Plattform nur zwei. Wobei die Plattform das theoretisch extenden müsste. Ja, aber nur wenn das schon ein bisschen mehr Prozent ist, oder? Und schon ein bisschen weiter launched. Da unten sah es jetzt so aus, als hätte er noch eine Nair bekommen ohne die Plattform, finde ich. Ah ja, guter Base, guter Bait. Oh, man. Nice, ihr habt ja auch noch Shield. Aber habt ihr das DI gesehen von SCN? Von SCN? Von Niceface meine ich. Er wurde nicht von der Abi weiterhin getroffen, sondern ist einfach rausgefallen. Oh, okay. Schöner Schmiedi-Up-Smash. Ja, halt echt. Wie auch die Abwehr gar nicht rauskam. Ja. Da wird die Dash-Check hart so gemacht. SCN das Game wieder even. Oh, er wollte ihn mit einer Down-Air-2-Frame. Die Dash-Attack schon wieder, die das. Den Stock wieder einfach so snackt fast. Teleport Recovery sind ja auch ein bisschen leichter zu 2-Frame. Ja, die sind länger 2-Frame-bar. Ja, 4 oder 5 Frames irgendwie statt 2. Vielleicht ist er deswegen für den Down-Air 2-Frame gegangen, anstatt einfach zu ledge-trappen. Oh, und die Abi tötet extrem early von Ike. Das unterscheidet sich sehr stark von der von Chrome. Die war sehr confident auch, die Abi. Oh. Oh, das sah gar nicht Tour aus. Nee, ne? Hätte er da vielleicht eine Back-Air machen können? Oder sollen er? Ha, interessant, dass er mit Down-Air landet, damit es ein bisschen safer ist. Okay, er ist der N. Ah. Oh, der Konter war schon im Startup, oder? Ne, er hat Down-Tilt gemacht. Ah, er hat gedown-tiltet, okay. Ich habe aber auch den Konter erwartet eigentlich. Ja, ich nehme mich auch. Oh, okay. Ja, okay. Damn. Kann er das Timing einfach gut abwarten von der... Wie bitte? Ne, 1-0. Ne, steht 1-0 für SDN. Achso, hab ich vielleicht Bescheid sagen sollen. Es steht 2-0 für SDN. So, Leute, langsam wird's echt richtig eng. Ja. Das ist potenziell Lieblings-TO. Jedermanns Lieblings-TO. Cobra ist natürlich auch unser Lieblings-TO. Ja. Aber es ist jetzt potenziell. Trotzdem weiß jeder, dass Nice Face gemeint ist, wenn man das so sagt, glaube ich. Und ob er das jetzt noch zurückholt. Guck mal, er muss jetzt 3 Matches hintereinander gewinnen und danach nochmal ein Best of 5 gewinnen gegen SDN. Ja. Best of. Achso, ja, doch. Und wenn Best of N dieses. Best of N. Wenn SDN dieses Matches gewinnt, ist einfach das Turnier vorbei. Dann ist echt. Er hat das einfach abgeholt. Also, das kann er doch nicht machen, so. Wir wollen ja noch ein bisschen. Ja, sehen. Halt echt. Ich bin gerade so gut gelaunt. Schau gerade so gerne Videospiele zu, so. Oder halt echt. Können wir noch weitermachen? SDN schickt uns jetzt einfach alle nach Hause. Ja, echt. Halt echt. SDN schickt uns einfach alle nach Hause. Ich glaube, der findet das gut. Ah, okay, aber den Edgeguard hat er nicht bekommen. Also bleiben wir noch ein bisschen. Oh, und wir sehen jetzt Link tatsächlich, ist mir gerade aufgefallen. Guter Punkt, ja. Palu hat nicht funktioniert, dann ist er wieder auf seinen eigentlichen Hauptmann Link. Doch raten, auf Link ist er ein bisschen mehr Confident und... Ja, ich glaube, mit Link hat er die meiste Spielzeit, würde ich vermuten. Ja, auf jeden Fall. Zumindest wenn man so... Im Endeffekt ist man ja meistens so Counterpicking oder her doch mit dem Main besser als... Ja, auf jeden Fall, Rob. Also, Niceface hat in beiden Games, glaube ich, ein Lead gehabt, aber SDN ist einfach hart am Comebacken. Dieses Game hat Niceface aber kein Lead. Oh, dass er das noch zurückgeschafft hat an der Ledge. Ich dachte legit, er war zu weit auf der Stage. Auch jetzt kann er auch in die Ledge, ja. Oh, das sieht echt schwierig aus. Ja, extrem. Niceface muss so hart comebacken, um das noch irgendwie zu holen. Auf jeden Fall. Aber da holt er sich ja schon mal den ersten nice. Stock. Okay, den Stock. Die 56% sind ja gar nicht der Rede wert eigentlich. Goofy schreibt auch, jetzt kommt der Reverse Sweep. Ja, also Nice Pass kann sowas schon aufpullen. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Aber es ist halt so viel Arbeit, die vor ihm steht. Ja, aber als TO denkt er ja bestimmt auch einfach nur den Content und wollte es so spannend wie möglich machen. Deswegen. Ja, stimmt. Deswegen throwt er erst. Ja, ganz und jetzt genau. Ist der Last Stock, jetzt geht er in den Ultra Instinct Mode. Das nennt sich Throwing for Content. Ja. Und das ist eine Strat, die... Oh Gott, der Ultra Instinct Mode kommt nicht durch bisher. Naja. Oh Jesus, ich habe das Gefühl, das Tournament ist gleich vorbei, Leute. Ich glaube, lange geht NZ Rising 8 Gutes. Nicht mehr. Ja, das Doubles läuft ja noch. Oh, nice, okay, Comeback Time.
Doubles wird zwar leider nicht gestreamt, aber das läuft noch. Ja, der läuft auch noch. Oh, die Bombe KW, aber hat ihm jetzt nicht so viel gebracht. SDN hat es direkt gepunished mit der Up-Air. Oh Gott, 112%. Ein Hit entfernt davon, One-Up zu werden auf diesem Turnier. Nur noch irgendwie diesen Stock holen und eine Zero-to-Death machen. Oh, die Up-Air hätte es halt schon getan. Also die nächste... Dieser, oh, Jesus, ja. Das war's. Ist vorbei. Das Turnier ist einfach SDN vorbei, SDN gewinnt NEZ erneut. Das schon wieder. Das gab's schon ein paar Mal. Damn! Aber krasse Sache. Da hat der Link irgendwie am Ende doch gar nicht so gut funktioniert. Hätte vielleicht doch Paolo bleiben sollen, weiß man nicht. Aber im Hinterher ist es immer leicht zu sagen. Aber ja. Ja. Krasse Sets. SDN ist schon rausgestürmt jetzt. Niceface, möchtest du ein Interview geben? Okay. Als Runner möchte er auch.